Meine Damen und Herren, dieser Kampf findet im Gewicht bis zu 74 Kilogramm statt. Und der Kampf geht 3x2 Minuten. Der Kämpfer aus der blauen Ecke wurde mit 74 Kilogramm glatt eingewogen. Hatte bisher 2 Kämpfe und 1 Sieg. In seiner Ecke Ali Hassan. Allein deswegen kann man hervorragendes Striking erwarten. Aus dem Atletico Rathenau, Dennis Schlichting. Der Kämpfer aus der roten Ecke wurde mit 72,8 Kilogramm eingewogen. Er hat bisher 1 Kampf, den er gewinnen konnte. In seiner Ecke Oğuz Özgür. Aus dem renommierten Elite-Kickboxing-Gym in Berlin, Kaan Jin. So, der nächste Kampf des Abends. 74 Kilogramm. Ja, also ich denke, hier wird es jetzt auch abgehen. Sind 3 Runden à 2 Minuten. In der blauen Ecke haben wir den Dennis Schlichting aus dem Atletico Rathenow, sein Trainer Ali Hassan, auch eine Größe. Ja. Und in der roten Ecke natürlich das Elite Kickbox Gym, hier der Veranstalter, der Kaan Jin. In seiner Ringecke wieder Oğuz Özgür, wurde gestern mit 72,8 Kilogramm eingewogen, der Kaan Jin. Kaan hat 1 Kampf, 1 Sieg und der Dennis hat 2 Kämpfe, 1 Sieg. Mal sehen, wie sie sich jetzt hier beide geben. Auf den Kampf bin ich persönlich auch ganz gespannt, super gespannt. Kaan kenne ich gut, ist ein super guter Junge, trainiert fleißig, ordentlich, ist echt immer motiviert. Und schauen wir mal, wie er den Kampf jetzt hier heute Abend gestalten wird. Ich erwarte da so ein bisschen was. Beide etwa gleich groß, würde ich jetzt fast sagen. Kaan ein bisschen kleiner, kleines Stück. Aber der hat nichts zu heißen. Das hat nichts zu heißen, also. Das, da hast du recht. So, schauen wir mal. Ringfrei, Runde 1. Ja, ja, schon vorsichtiger. Ruhig. Bisschen durchdachter, die Jungs. Ja. Beide wirklich sehr ruhig bisher. Oh, ja. Oh. Dennis eine gefressen, aber Kaan auch. Schön mit 2 geraden Händen hier vorwärts gegangen, der Kaan. Ah, da geht das Tape ab vom Handschuh. Kaan schon mal passieren. Man eben mal abreißen. Haben sie nicht gerade erst hier wirklich noch in der Ringecke getaped? Gucken, ob es problematisch wird. Und weiter geht's. Dennis hat hier, finde ich, eher einen Boxer-Stance, steht sehr groß und breit. Deckung tief. Ja, ist halt sehr Low-Kick anfällig dadurch. War bisher von Kaan kein Low-Kick zu sehen. Dennis drückt hier auf jeden Fall mehr. War schöne schnelle linke gerade auf jeden Fall. Schöner Inlow-Kick von Kaan. Ja, hier sind keine Stopp-Kicks erlaubt. Schön. Vorwärts, 2 Hände und ein High-Kick. Sehr schön von Kaan. Hier auch schöne Aktionen von Dennis, auch 2 Hände und ein Kick. Auf jeden Fall hier 2 weitaus ruhigere Kämpfer. Kicks fangen ist übrigens auch erlaubt, man darf dann nur 1 Aktion machen, muss dann wieder loslassen. Mir gefällt das sehr gut, dass der Kaan so ein bisschen vorsichtig vorwärts geht, weil er sein Gegner so die Deckung unten hält, dann weiß er nicht, der hat vielleicht schwere Hände. Oh, da hat er die rechte gefressen von Kaan. Eieiei, aber hat er gut weggesteckt. Sieht immer so ein bisschen aus, als wenn Dennis so ein bisschen auf einen Low-Kick wartet. Guckt mal so ein bisschen drum betteln, ne? Ja. Oh, aber da hier war der schön den Kick gefangen. Oh, gefällt mir sehr gut. Ja, bisher noch sehr ruhig der Kampf, aber
heißt ja nicht, dass es so bleibt. Nee. Wie gesagt, wir reden hier von 3x2 Minuten. Also sollte schon noch mal was kommen jetzt. Kahn sieht bissig aus. Dennis finde ich recht austrainiert. Das kann auch manchmal ein Nachteil sein, weil viel Muskulatur schluckt viel Sauerstoff. Auf jeden Fall. Ja, kommt hier auch aus der Ringecke von Ali Hassan, dass Dennis mehr arbeiten soll. Schöner Inlow-Kick. Da ist eben von Dennis die Hand durchgekommen. Keine Wirkung gezeigt. Jetzt tritt er mal einen Low-Kick, okay. Ja, von Kahn der Innenschenkel sieht auch schon schön rot aus. Ja, der Schlichting, der macht halt nicht viel, aber ganz schön ordentlich Wumpf sind da, ne? Ja, kann halt mal gefährlich sein. Mhm. Wenn dann wirklich mal ein Lucky Punch kommt, die Deckung offen ist. Was zu wenig von Kahn, was da kommt bisher. Der muss ein bisschen mehr machen. Hat halt hier jetzt auch in der zweiten Runde nur noch eine Minute Zeit. Ne? Jetzt muss er was tun, ein bisschen Druck machen. Ja, vorwärts, na. Schöner Bodyshot hier zum Milz. Die Dinger rauben halt richtig Kraft. Man sieht auch schön da bei Kahn an der linken Seite am Rippenbogen den schönen roten Abdruck. Ja, stimmt. Ist ja durchgekommen. Ne? Und so eine Bodyshots, die nehmen halt die Pumpe immens. Oh, hier beide schön im Ziel. Schöner Low-Kick da von Kahn. Schon wieder schöner Haken Bodyshot und dann Körper. Schön aus der Deckung raus. In die Aktion einfach einen Haken reingefeuert. Schön weggewischt, den Ripkick, ja, noch aber mal. Fängt da die Linke. Wunderbar. Schön gerade den Kick geblockt von Dennis da. Das macht der Kahn, wunderbar, geht weg. Oh, jetzt guter Konter. Also die Runde würde ich safe an Dennis geben. Für mich kann die klare Aktion gesetzt. Da schöne rechte Cross. Ja, genau, das war die, aber er hatte dann auch zwei Haken gefangen. Ah, nee, auf den Körper. Aha. Da war der Haken von Kahn. Ein bisschen so rüber geschliffen. Schön wieder da auf dem Körper von Dennis. Das war das Ding. Frisst aber auch wieder die linke Cross. Genau. Super interessant, was jetzt passiert wieder. Oh, sieht hier super entspannt aus. Eher fragend. Sein Motto, guck mal, was machst du hier? Ja, du bist doch eigentlich so ein Guter und jetzt hier. Letzte Runde. Ja, jetzt Arbeitszeit. Guten Morgen, aufstehen. Ich kenne Ogus ja selber noch als Kämpfer. Schwergewichtskämpfer sieht man ihm auch an. Großer, massiger Mann. Ja. Also, der weiß genau, was er hier tut, der Ogus, denke ich. Bin ich mir ziemlich sicher. Schöner Low-Kick. Schöne rechte Cross, aber auch eine von Kahn drin gewesen. Kommen die Low-Kicks ein bisschen saftiger von Dennis. Gucken, ob er jetzt mit Low-Kicks beenden möchte. Ja, hat er hier aber gerade schön rechte Cross gefressen, der Dennis. Und schon wieder linke Cross. Aber jetzt geht's zur Sache. Schlägt schön zurück. Man schön, muss da vorsichtig sein, wenn er da runter geht, dass der Kahn nicht mal das Knie hochzieht. Ja. Wird der Ali Hassan, oh, die saß im Ziel. So, die letzten 40, 50 Sekunden hier. Jetzt muss Dennis vorsichtig sein, dass Ali jetzt, dass der Kahn hier nicht nochmal vorwärts geht. Schön den Low-Kick hier, Konter von Kahn.
mal Punkt für Punkt. Was für eine Granate! Alter Schwede! Was für ein sauberes Teil! Alter Schwede! Das war. Ich sag doch, der Kahn ist ein guter. Das ist ein richtig guter. Hallo Ballo! Der steht auch nicht mehr auf. Kahn ist ein sehr guter Fighter, deswegen. Die hat er auf jeden Fall nicht kommen sehen. Aber so kann es gehen. Ja? Man teilt aus. Ist sich vielleicht zu sicher. Hoffen wir mal, Ihnen geht's gut. Liegt hier auf jeden Fall noch. Deswegen ist man gut beraten, weil wenn man die Decke oben hält, aber konzentriert hat jetzt bleibt. Schon aufgestellt. Also ist wieder anscheinend schon wieder da. Was für ein K.O. Holla die Waldfee. Das. Ja. Guten Morgen, sagen wir wieder. Kahn hat in der letzten Runde seinen Job gemacht. Zur Arbeit gekommen, abgestempelt, kann er nach Hause gehen. Alter Schwede, also da bin ich auf die Wiederholung gespannt. Meine Güte, Dennis steht hier wieder. Also wie gesagt, ich habe mit dem Kahn. Aber ist noch wackelig. Den Kahn kenne ich sehr gut und der war im Training immer eine super Granate. Bumm, eine schöne rechte Cross. Nochmal müssen wir das sehen. Das wollen wir nochmal sehen. Okay. Boah. Aufs Holla Kinn. Die Waldfee. Schön runtergezogen aufs Kinn, über die Schulter. Hat er wirklich schön gesehen. Yes. Und so ein Ding, da bleibst du nicht stehen. Wenn du bei so einem Ding stehen bleibst, bist du echt gut dann drauf. Bist du ein Stein im Kopf. Ja, ja, okay, aber das wird schon wieder. Ist ein junger Mann. Ist hier noch wackelig. Ja, da kann man. War wirklich hart. Ja, ja. Also ja, ein bisschen Eis wäre jetzt gar nicht so schlecht für den Nacken. Alter Schwede, was für ein Kampf. Was für ein Ende. Ja, schön langsam angefangen, vorsichtig und dann hinten raus. Punktgenau. Pünktlich bei der Arbeit gewesen und dann war gut. Herzlichen Glückwunsch an Kahn. Na ja, Kahn. Mega krass. Der Sieg geht in der dritten Runde durch Knockout an Kahn Jin. Ich rufe zu mir für den fünften Kampf in die blaue Ecke, Markus Korngiebel.